Oh, hallo Leute. Ich mache hier gerade so eine richtig groß angelegte Checkerbuden Putzaktion. Ich will, dass hier alles richtig schön sauber und hygienisch wird. Und jetzt muss ich noch saugen und so ein bisschen und dann bin ich fertig. Das mache ich noch schnell. So, fast fertig. Jetzt fehlt nur noch die Vase. Die muss so ein bisschen poliert werden, aber das haben wir gleich. Toll. Ist doch super geworden, oder? Nicht mit deinen fettigen Chipshänden hier meine Vase wieder antatschen, Mann. So, jetzt ist alles wieder gut. Ist nicht dein Ernst. Also, wirklich jetzt. Also, liebe Leute, heute geht's um Hygiene. Und ich glaube so ein bisschen, das ist ein Thema, wo du auch aufpassen solltest. Da gibt's noch eine Menge zu lernen. Das Wort Hygiene kommt aus dem Altgriechischen und heißt übersetzt so viel wie Gesundheit. Exakt. Und genau die wollen wir mit Hygiene unterstützen. Mit meinem Putzfimmel in der Checkerbude habe ich es vorhin übrigens so ein bisschen übertrieben. Klar, Sauberkeit ist wichtig, aber krank wird man von fettigen Fingern ja nicht. Bei der Mundhygiene zum Beispiel spielt Sauberkeit tatsächlich eine große Rolle. Beim Zähneputzen schrubben wir fiese Kariesbakterien weg, damit keine Löcher im Zahn entstehen. Auch das Händewaschen vor dem Essen ist wichtig und bringt auch wirklich was. Wenn wir das nicht machen, könnten Krankheitserreger von unseren Händen in den Mund wandern und uns dann im schlimmsten Fall krank machen. Diese fiesen Erreger können Bakterien sein, Pilze wie Schimmelpilze oder Viren, wie zum Beispiel das Coronavirus oder Erkältungs- und Grippeviren. Ich check heute, wie Hygiene genau funktioniert. Dafür baue ich mit Hygieniker Patrick ein riesiges Modell auf und sage Bakterien und Viren den Kampf an. Außerdem finde ich raus, warum Hygiene vor allem für kranke und geschwächte Menschen so wichtig ist und seit wann es sie gibt. Und ich bin mit Norbert verbunden. Er erzählt mir von seinem Heimatland Uganda. Dort ist es nicht einfach, Hygieneregeln einzuhalten. Und deshalb werden sehr viele Menschen krank. Denn oft gibt es kein sauberes Wasser und auch keine Seife. Und warum gerade die bei der Hygiene so eine wichtige Rolle spielt, das checke ich mit Seifenmacherin Nina. Sie erklärt mir, wie Seife unsere Hände sauber macht und ich darf sogar meine eigene Checker-Seife herstellen. Also, alle schön sauber bleiben. Hier kommt der Hygiene-Check. Und jetzt die Checker-Frage. Warum ist Hygiene wichtig? Seit wann gibt es Hygiene? Und wie macht Seife unsere Hände sauber? Das check ich für euch! Überall um uns herum gibt es sogenannte Keime, und zwar millionenfach. Mit dem bloßen Auge können wir sie nicht sehen. Das sind zum Beispiel Bakterien oder Viren. Aber keine Angst, viele davon sind überhaupt kein Problem. Und mit den Fiesen wird unser Körper normalerweise fertig. Denn der ist mit einer ziemlich coolen Körperpolizei ausgestattet, dem Immunsystem. Gelangt zum Beispiel ein Virus in unseren Körper, dann schlägt die Körperpolizei Alarm und schickt sogenannte Immunzellen. Die kann man sich wie so kleine Superhelden vorstellen. Diese Immunzellen bekämpfen dann das Virus und wir bleiben gesund. Gelangen allerdings zu viele Viren in unseren Körper, kann die Körperpolizei nicht schnell genug reagieren und wir werden krank. Und wie wir genau das mit Hygiene verhindern können, das checke ich jetzt. Und zwar mit Patrick. Er ist von Beruf Hygieniker. Er achtet in Krankenhäusern darauf, dass dort alles super hygienisch abläuft. Und warum wir nicht nur im Krankenhaus auf Hygiene achten sollten, das klären wir in der ersten Checker-Frage. Warum ist Hygiene wichtig? Dafür bauen wir ein riesiges Modell aus Pappkartons. Die Mauer steht für einen ganz wichtigen Teil unseres Immunsystems, die Haut. Unsere Haut ist so eine Art Riesenschutzweste für unseren Körper. Sie schützt vor Sonne, Schmutz oder eben Krankheitserregern. Dann kann man sich vorstellen, hier vorne sind ganz viele Viren und Bakterien. Warte mal, die habe ich nämlich dabei. Kann ich mal haben, bitte? Ah, cool. Das ist ein Virus, ja. Oder? Steht dafür. Und dann habe ich hier noch ein selbstgebasteltes Bakterium. Und beides sind Krankheitserreger, genau, die unserem Körper Schaden anrichten können, nämlich uns krank machen können. Genau. Und die sollen hier draußen bleiben. Solange die hier draußen bleiben, kann nichts passieren. Aber das Problem ist, wenn die irgendwie rumkommen, dann kann man richtig krank werden. Okay. Das wollen wir einfach verhindern. Das heißt,
Krankheitserreger hier drin, großes Problem. Hier draußen. Alles gut. Alles gut. Was hat das jetzt mit Hygiene zu tun? Die Mauer ist so ein bisschen wie so eine Burg. Jetzt ist es so, da kommt so ein ganzes Heer von Bakterienrittern auf dich zu. Und je mehr da ankommen, desto eher ist das auch schwierig, die Burg zu verteidigen. Und deswegen versuchen wir einfach mit der Hygiene, das Heer, das ankommt, möglichst klein zu halten. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel immer die Hände wäschst vom Essen, kommen einfach an deiner Körperburg schon viel weniger Ritter an. Verstehe. Und dann kann dein Körper die auch viel besser abwehren. Wenn zum Beispiel deine Haut ein Loch hat, wenn du also irgendwo gestürzt bist zum Beispiel, beim Fußball gefallen und hast eine große Wunde, dann ist das wichtig. Dann können halt wenige Ritter auch schon wirklich viel Schaden anrichten. Ja? Hat die Mauer ein Loch? Ja, ganz genau. Darf ich ein Loch reinmachen? Ja, warte, ich halt fest. Ich mach mal den hier raus. Dann kommen die natürlich easy durch. Total schnell da durch. Ganz genau. Ich nehme die hier und dann sind die hier hinter dann der sind Mauer die drin. Und machen uns krank. Das ganz darf genau. nicht passieren. Ja, verstehe, klar. Also, Hygiene unterstützt unser Immunsystem super gut. Bei uns ist die Hygiene jetzt mal diese Schutzfolie hier. Dazu gehört in erster Linie ganz klar Seife. Und wenn es noch hygienischer sein muss, wie zum Beispiel während der Corona-Pandemie, sind auch Desinfektionsmittel und der Mund-Nasen-Schutz wichtige Bestandteile. Also, obwohl unsere Schutzmauer, unser Immunsystem angegriffen ist, da fehlt ja ein Stein, kommen aber die Krankheitserreger bei sehr guter Hygiene, also durch Hände waschen, Hände desinfizieren, Mundschutz tragen, eben nicht durch in den Körper rein, sondern prallen quasi wie an so einer zweiten Mauer, die wir durch Hygiene davor gesetzt haben, trotzdem ab. Ganz genau. Hygiene unterstützt unser Immunsystem und schützt uns vor Krankheitserregern, wie zum Beispiel Viren und Bakterien. Gecheckt. Sag mal, hast du mit deinen Chipsfingern jetzt auch da vorne drauf oder man sieht mich ja gar nicht. Warte mal kurz. Jetzt ist wieder schön sauber und hygienisch. Und jetzt eine Frage an euch. Wie lange sollten wir uns die Hände waschen? A. Höchstens 15 Sekunden. B. Ungefähr 30 Sekunden. Oder C. Mindestens eine Minute. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. So, ich bin jetzt mit Patrick an seinem Arbeitsplatz. Im Krankenhaus gelten besonders strenge Hygieneregeln. Klar, da befinden sich ja Menschen mit geschwächter Körperabwehr. Heute zum Beispiel unsere Bärenpatientin Thea. Sie hat eine verwundete Nase. Und deswegen, erinnert euch an die Mauer vorhin, eine Lücke in ihrer Körperabwehr. Sprich, freie Bahn für Krankheitserreger. So, und worauf müssen wir jetzt achten, wenn wir Thea behandeln? Wir müssen am ehesten darauf achten, dass wir jetzt nicht irgendwie Bakterien und Viren auf die Thea bringen. Fast alle Übertragungen im Krankenhaus passieren über die Hände. Okay. Und deswegen hat sich mir jemand ganz Schlaues ausgedacht, was man machen muss, um das zu verhindern. Wir nennen das die 5 Momente der Händehygiene. Und diese 5 Momente spielen wir jetzt einfach mal nach. Als erstes desinfizieren wir die Hände und tragen Handschuhe. Und zwar bevor wir Thea untersuchen. Der zweite Moment ist nach der Untersuchung. Denn es könnte ja sein, dass wir von Thea ein paar Krankheitserreger mitgenommen haben. Auch nachdem wir nur in Theas Umgebung, also zum Beispiel an ihrem Bett waren, selbst da gehen wir auf Nummer sicher. Jetzt braucht Thea noch eine Spritze. Auch das ist ein wichtiger Moment der Hygiene, denn mit der Spritze pieksen wir ein kleines Loch in Theas Abwehrmauer, also ihre Haut. Deshalb wurde auch Theas Haut vorher gereinigt. Jetzt müssen wir der Thea aber noch eine Spritze geben. Und die ist eingepackt, sehe ich. Ja, ganz genau. Die ist steril eingepackt. Was heißt denn steril? Steril heißt, dass die Spritze keimfrei hergestellt wurde und dann, dass auch bei der Verpackung darauf geachtet wurde, dass da keine Keime, also keine Viren und keine Bakterien reingekommen sind. Darf ich mal? Ja, klar. Also das heißt, wenn die bei einem Arzt oder im Krankenhaus so verpackt sind in dieser Plastikfolie und so, dann hat der Hersteller darauf geachtet, dass da auf gar keinen Fall irgendwas dran ist? Ganz genau. Keine Bakterien, keine Viren. Und wenn das garantiert wird und das Ding so ist, dann heißt das steril. Na dann, Thea, kurz tapfer sein und schon vorbei. Und jetzt wisst ihr bestimmt, was kommt. Claro, der 5. Schritt der Hygiene. Nach dem Spritze geben, noch einmal desinfizieren. In manchen Bereichen im Krankenhaus wird Hygiene so richtig auf die Spitze getrieben. Zum Beispiel im Operationssaal. Man sagt auch OP dazu. Denn bei vielen Operationen muss unsere Superschutzschicht, also die Haut, geöffnet werden. Und da dürfen natürlich auf gar keinen Fall irgendwelche Keime rumfliegen. Alles, was hier verwendet wird, ist deshalb steril, also keimfrei. So wie die Spritze vorhin bei Thea. So ultrahygienisch ist es in OPs allerdings noch gar nicht so lange. Wie es dazu gekommen ist, checken wir jetzt.
Checkerfrage. Seit wann gibt es Hygiene? Wahrscheinlich könnt ihr es euch schon denken, aber die Menschen in Europa leben noch nicht lange so hygienisch, wie wir das heute kennen. Noch vor knapp 200 Jahren haben die Menschen in Deutschland Pipi und Kacke einfach so auf die Straße gekippt. Kein Witz. Aber fangen wir mal von vorne an. Wir, die alten Römer, waren vor über 2000 Jahren die Ersten, bei denen die Hygiene so richtig zum Alltag dazugehört hat. Bei uns gab es so eine Art Schwimmbäder mit beheiztem Wasser für alle zum Waschen. Und es gab Toiletten mit Kanalisation. Das war aber alles andere als ein stilles Örtchen. Man saß da so nebeneinander in einer langen Reihe, hat da irgendwie so gemacht, was man halt macht und hat sich durchaus auch mal lautstark mit seinem Klonachbarn unterhalten. Und übrigens, manchmal wurden da richtig Geschäfte abgeschlossen und deshalb sagt man auch heute noch, sein Geschäft machen. Ist doch lustig, oder? Im Mittelalter, vor ungefähr 800 Jahren, kamen dann die ersten Seifen auf. So ein bisschen so, wie ihr sie heute kennt. Aber Leute wie ich, vom einfachen Bauernvolk, wir konnten uns sowas natürlich erstmal gar nicht leisten. Große Probleme gab es auch mit dem Wasser. Denn es gab damals keine Kläranlagen, die das Wasser sauber gemacht haben. Und richtig schlimm war die hygienische Situation in den Städten. Da gab es viel zu viele Menschen auf viel zu engem Raum. Und sein Geschäft, groß und klein, hat man in so eine Art Eimer gemacht und dann oft einfach auf die Straße gekippt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr das damals gestunken hat. Tja, und dann bin vor 150 Jahren etwa endlich ich auf den Plan getreten und habe mich um das Problem gekümmert. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Max von Pettenkofer und ich bin der erste Hygieniker Deutschlands. Und ich habe halt herausgefunden, dass das verschmutzte, dreckige Wasser Grund für ganz viele Krankheiten war und habe mich deshalb dafür eingesetzt, eine Kanalisation zu bauen. Pipi und Kaka sollten nicht mehr auf der Straße landen, sondern unterirdisch abtransportiert werden, weil eins war mir halt klar, eine gut funktionierende Kanalisation und sauberes Wasser sind ganz, ganz wichtig für gute Hygiene. Und guckt mal, eine Kanalisation habe ich mir schon mal genauer angeguckt. Was bei uns zu Hause im Waschbecken oder im Klo landet, das kommt hier in diesen langen unterirdischen Kanälen an. Ziemlich unappetitlich, aber eine richtig gute Erfindung, denn so hat niemand direkten Kontakt mit dem Schmutzwasser. Über die Kanäle läuft das Abwasser dann in eine Kläranlage. Hier wird es gereinigt und dann wieder in einen Fluss oder Bach geleitet. Übrigens, Pettenkofers Kanäle funktionieren heute immer noch. Die Römer hatten schon vor 2000 Jahren Toiletten und eine Kanalisation. Bei uns hat Pettenkofer vor ungefähr 150 Jahren dafür gesorgt. Gecheckt. In Deutschland hygienisch zu leben, ist nicht besonders schwer. Das ist aber leider nicht überall auf der Welt so. Forscherinnen und Forscher vermuten, dass fast 2,5 Milliarden Menschen entweder nur ein einfaches Plumpsklo oder überhaupt gar keine Toilette haben. 2,5 Milliarden, das ist fast jeder dritte Mensch auf der Welt. Ohne Toilette, sauberes Trinkwasser und die Möglichkeit, sich zu waschen, kann man sehr schnell krank werden. Das haben wir ja vorhin schon mit Patrick rausgefunden. Häufig trifft das dann die Kinder und manche werden so krank, dass sie sogar sterben. Das muss sich natürlich ändern, das kann nicht so bleiben. Und es gibt Leute, die was dagegen tun. Und einer von ihnen ist er hier, Nobert. Nobert kommt aus Uganda, das ist ein Land hier mitten in Afrika. Und zusammen mit dem Verein Viva Con Agua hat er Aktionen gestartet, damit es in Uganda sauberes Trinkwasser und bessere Toiletten gibt. Und mit Nobert bin ich jetzt gleich im Checker-Chat verbunden. Hallo Nobert, schön, dass du Zeit hast. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Du bist ja selbst in Uganda aufgewachsen. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie war die Situation damals, die hygienische Situation, als du ein Kind warst? Ja, ich bin in Uganda aufgewachsen, genau, und bin seit ungefähr 4 Jahren jetzt in Deutschland. Das allererste, was ich sagen kann, ist der Unterschied zwischen dieser hygienischen Situation. Zum Beispiel in Deutschland kann man direkt aus dem Wasserhahn trinken, was in Uganda nicht wirklich der Fall ist, weil es keine Kläranlage gibt, die das Wasser reinigen. Von daher muss das Wasser gekocht werden, also mit ganz hohen Temperaturen, damit die Bakterien und die Sachen, die Krankheit verursachen, getötet werden. Ihr arbeitet ja dafür, dass sich die Situation verbessert. Was genau macht ihr denn, damit es dann den Kindern, die jetzt in Uganda aufwachsen, im hygienischen Sinne besser geht? Wir arbeiten in den Projekten mit Projektpartnern wie Welthungerhilfe
Und wir legen viel Wert auf drei Komponenten, und zwar Zugang zu sauberem Wasser, Handwaschanlage und Seife und Toilette. Damit die Menschen in Uganda auch an entlegenen Orten an Wasser kommen, bauen die Hilfsorganisationen Brunnen. Das Wasser hat zwar keine Trinkwasserqualität, fürs Händewaschen ist es aber völlig in Ordnung. Außerdem sorgen sie, wie Norbert vorhin gesagt hat, für Handwaschanlagen, so wie diese Kanister hier. Sie sorgen für Seife, Toiletten und sie klären auf. Das heißt, sie bringen Kindern bei, wie man sich richtig die Hände wäscht. Und ich finde, wir gucken uns das jetzt auch mal genauer an. Dafür bin ich in München mit Seifenmacherin Nina verabredet. Als erstes bekomme ich einen kleinen Händewaschkurs. Und jetzt einfach schön einseifen und auch darauf achten, dass man die Fingerzwischenräume ordentlich sauber macht. Mhm. Dass man die Fingerkuppen und den Daumen sauber macht, an beiden Händen natürlich. Und einfach auch ein bisschen bis an die Handgelenke seift und wäscht. Und wie lange sollte man sich die Hände waschen, wenn man so einseift und alles macht, was man machen muss? Ja, also 30 Sekunden sollten es schon sein. Halbe Minute. Mhm. Das ist ziemlich genau einmal der Checkersong. Ehrlich? Mhm. Ich kann ja mal kurz singen und du wäschst die Hände. Okay. Achtung, Achtung! Hier kommt Checker Tobi! Tobi! Puh. Fertig. Und wie Seife es schafft, Schmutz und Keime verschwinden zu lassen, das klären wir in meiner letzten Checker-Frage. Wie macht Seife unsere Hände sauber? Um das zu klären, zeigt Nina mir ein Experiment. Tun jetzt mal so, als wäre das unser Schmutzpartikel. Mhm. Und wenn du das auf das Wasser drauflegst, dann passiert nichts. Es schwimmt oben drauf. Es schwimmt oben auf. Es verbindet sich nicht mit dem Wasser. Und das wollen wir jetzt aber ändern und werden ein bisschen Seife verwenden. Aha. Also soll ich das einseifen? Genau. Das Schmutzstückchen, das kann jetzt mal gut eingeseift werden. So. Und jetzt? Genau. Jetzt legen wir es wieder ins Wasserglas und gucken, was passiert. Es geht unter. Mhm. Und genau das schafft die Seife mit Hilfe der sogenannten Tenside. Das sind winzig kleine Teilchen, die in jeder Seife enthalten sind. Hier in Ninas Modell sind das die rot-blauen Dinger. Die gelbe Kugel stellt den Schmutz auf unserer Hand dar. Also du kannst sehen, Tenside, die haben ein wasserliebendes Köpfchen, das blaue hier. Mhm. Und die haben eine wasserabweisende Seite, das ist hier die rote Seite. Mhm. Und diese wasserabweisende Seite ist zugleich fett- und schmutzliebend. Und das bedeutet, wenn man sich mit Seife die Hände wäscht, dass das wasserliebende Köpfchen sich an das Wasser andockt und die schmutzliebende Seite, die dockt an dieses Schmutzpartikelchen ja. an. So, und das sieht dann so aus. Dann haben wir hier das Schmutzteilchen und mit dem Wasserstrahl werden jetzt die Schmutzteilchen dann ganz einfach abgewaschen. Das heißt, ich seife mir die Hände ein. Ganz viele von diesen kleinen Tensiden sind auf meiner Hand, auf der Haut drauf. Und die jeweils schmutzliebende Seite haftet sich an allem dran, was eben auf der Hand an Schmutz drauf ist. Auch Krankheitserreger und so weiter. Genau. Dann kommt der Wasserstrahl, die andere Seite hält sich am Wasser fest und reißt alles mit runter, was nicht auf die Haut drauf gehört. Genau, der Schmutz wird dann abgewaschen und ist weg. Und genau so hat das vorhin auch bei unserem Experiment funktioniert. Erst als das schwarze Stoffteilchen voll mit Seife war, haben sich die darin enthaltenen Tenside mit dem Wasser verbunden und das Teilchen nach unten gezogen. Winzig kleine Teile in der Seife, die sogenannten Tenside, verbinden das Wasser mit dem Schmutz auf unserer Haut. Der Wasserstrahl spült sie weg. Gecheckt. Jetzt, wo ich weiß, wie Seife funktioniert, möchte ich natürlich auch meine ganz eigene Checker-Seife herstellen. Dafür brauchen wir vor allem verschiedene Fette. Warum genau, erfahrt ihr gleich. Los geht's mit einem festen Fett. In unserem Fall Shea-Butter. Die sorgt später dafür, dass unsere Seife nicht flüssig bleibt, sondern ein festes Seifenstück wird. Also, während das hier schmilzt, machen wir auf jeden Fall jetzt schon mal weiter. Und zwar müssen wir jetzt die flüssigen Fette abwiegen. Das sind bestimmt die hier. Ups. Richtig. Ja. Als flüssige Fette verwenden wir Sonnenblumen- und Traubenkernöl. Fette sind super wichtig für die Herstellung von Seife. Klingt erstmal komisch, oder? Weil man ja bei Fetten nicht denken würde, dass die sauber machen. Allerdings enthalten alle Fette sogenannte Fettsäuren. Und genau diese Fettsäuren enthalten wiederum die nützlichen Tenside. Ihr erinnert euch, die mini kleinen Teilchen, die Schmutz und Keime mit dem Wasser verbinden. Um an die Fettsäuren zu gelangen, kommt jetzt die sogenannte Lauge ins Spiel. Das ist ein gefährlicher, ätzender Stoff,
Deshalb brauchen wir dafür auch eine extra Schutzausrüstung. Die ätzende Lauge geht beim Vermischen jetzt den Fetten an den Kragen und spaltet die Fette auf. Übrig bleiben die Fettsäuren. Und die enthalten, wie gesagt, die nützlichen Tenside, die dafür sorgen, unsere Hände sauber zu machen. Wie lange muss man denn da normalerweise rühren? Ach, so 45 Minuten oder so. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Dann habe ich aber eine Frage währenddessen. Mhm. Wir haben jetzt diese Natronlauge genommen. Ja. Da steht sogar Gefahr drauf und die kann die Haut verletzen. Mhm. Jetzt ist die da drin und das wird Seife, was dafür gemacht ist, dass ich es in die Hand nehme und dass es auf meine Haut kommt. Wie kann denn das sein? Das ist richtig, aber nach einer gewissen Zeit von 4 bis 6 Wochen wird sich die ätzende Wirkung komplett reduziert haben. Und dann ist die Seife gut hautverträglich, sodass man sie auch verwenden kann. Und weil meine Checker-Seife, genau wie die Checker-Zettel, schön orange werden soll, bereitet Nina schon mal ein Färbemittel vor. Das besteht aus Karotten und ist damit ganz natürlich. Tobi, ich glaube, wir können dich jetzt auch einfach mal erlösen und den Stabmixer zur Hand nehmen. Du hast mich die ganze Zeit hier rühren lassen, obwohl man dieses Ding zum Rühren nehmen kann? Ja, ich wollte mal schauen, wie gut du rührst. Ich kann super gut rühren. Ja, du rührst exzellent, aber wir kürzen das jetzt ab und nehmen den Stabmixer. So, und jetzt nur noch die Farbe untermischen und dann ist die Seife auch schon fast fertig. Super schön aus, richtig farbenfroh und fröhlich. Die noch flüssige Seife kommt jetzt für 4 bis 6 Wochen in diese Form, bis sie komplett ausgehärtet ist. Sie sieht wirklich toll aus und es ist meine erste selbstgemachte Seife. Ja, das ist eine richtig schöne... Eine richtige Checker-Seife. Liebe Leute, die Seife, die wir gemacht haben, ist fertig. Ich präsentiere die erste und einmalige Checker-Tobi-Seife. Toll. Und für euch gibt's jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage. Und du kannst dir damit eigentlich mal die Hände waschen. Und zwar wirklich. Ja, mach das mal. Ja, mach das mal. Ich wollte von euch wissen, wie lange sollten wir uns die Hände waschen? A. Höchstens 15 Sekunden. B. Ungefähr 30 Sekunden. Oder C. Mindestens 1 Minute. Na, habt ihr die Lösung entdeckt? Guckt mal. Und wie lange sollte man sich die Hände waschen, wenn man so einseift und alles macht, was man machen muss? Ja, also 30 Sekunden sollten es schon sein. Richtig ist also Antwort B. So, liebe Leute, das war's vom Hygienecheck. Oh, Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren. Und die sind jetzt übrigens frisch abgewaschen. Ich habe heute eine ganze Menge gelernt. Zum Beispiel, dass Hygiene einfach wichtig ist, damit wir gesund bleiben, dass man es mit der Hygiene aber auch übertreiben kann, wollte ich sagen. Weil hier ist jetzt ein bisschen Sand drauf. Das kann man einfach abwaschen oder abpusten, dann kann man die noch essen. Ich meine, solange da jetzt nicht ein Vogel drauf kackt oder sowas. Mann! Mann! So Mist! Ja, die kann man nicht mehr essen, das ist wirklich sehr unhygienisch. Also dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe mir mal die Hände waschen. Oh! Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!